Albrecht Dürer ist 1471 geboren und damit noch in der Endphase des Mittelalters. Seine Mutter Barbara war sehr religiös und stark eingebunden in die mittelalterliche, einzige christliche katholische Kirche. Ihr Sohn hatte durch seine Italienreisen eine neue Zeit kennengelernt, die kunstgeschichtlich als Renaissance, Wiedergeburt der Antike bezeichnet wird. Wobei Wiedergeburt nicht bedeutet, dass die Antike eins zu eins kopiert wurde, sondern wesentliche Denkformen wieder aufgegriffen werden. Das Entstehungsjahr der Melancholia I, 1514, wird formal von den Historikern bereits der Neuzeit zugeordnet, aber die Realität in deutschen Landen hinkt von der Entwicklung hinterher. Diese Umbruchssituation hat Dürer stark beschäftigt. Den Bildtitel Melancholia I greift Dürer auf in seinem Kupferstich im linken oberen Feld. Er wird aufgespannt von einem Tier. Die spitze Schnauze lässt auf einen Fleischfresser schließen, hier vermutlich eine Fledermaus. Auch ein extra dazu befragter Professor für Evolutionsbiologie in den USA, Jonathan Lossos, sprach nur von hohen Wahrscheinlichkeiten, die für eine Fledermaus sprechen, weil der Schwanz nicht eindeutig einer Tierart zuzuordnen ist. Was aber eindeutig ist, Dürer schuf den Begriff der Melancholia, der von der Schreibweise zwar Ähnlichkeiten zur Melancholie aufweist, aber im Lateinischen wie auch im Griechischen eine Umwandlung von einem A zu einem E nicht vorkommt. Melancholia muss viel mehr beinhalten als das Temperament der Melancholie, das in der Antike eines von vier Temperamenten war. Auf die Temperamentenlehre an dieser Stelle einzugehen, würde aber zu weit führen. Fälschlicherweise wird gerne der Titel des Dürerstichs Melancholia genannt. Dabei steht unverrückbar fest, der Bildtitel ist eindeutig Melancholia I. Und dies ist keine alternative Schreibweise von Melancholia. Allerdings gibt es eine völlig andere Umwandlung, die sowohl von den Buchstaben des Titels wie auch bezüglich der hier verwendeten Schreibweisen von Melancholia und Chamäleon gut passt. Wir haben gerade diese Umwandlung als Anagramm gesehen. Das bedeutet, dass durch Umstellung der Buchstaben ein neues Wort entsteht. Das gut lesbare Paragraphenzeichen wird als Ziervirgel meist weggelassen, das heißt, es wird als ein Kapitelzeichen einfach ignoriert, so Bernd Brauer. Für Claudia Törpel liegt sachlich eine Begründung für den Unterschied auf der Hand. Innerhalb des Kupferstichs hat Dürer eine kleine Verzierung eingeschoben, die für einen Bildtitel untypisch wäre. Die Bedeutung des Anagramms ist offensichtlich. Chamäleon steht für Anpassung und Verwandlung, genau wie die Zeit der Entstehung des Kupferstichs. Die Umbruchssituation findet sich in dem Bildtitel wieder. Wir haben es mit einem Gegensatzpaar und einem Ergänzungspaar zu tun. Melancholia auf der linken Seite und Melancholia auf der rechten Seite des Bildes. Melancholia steht für die Zeitenwende und Melancholia steht für die Reflexion und die Schaffenskraft einer neuzeitlichen Melancholia, die sich sukzessive alle Eigenschaften, die ihr im Mittelalter zugeschrieben wurden, entledigt und zu einer Symbolfigur wird, die sich auf die Antike bezieht und eine von vier gleichberechtigten Temperamenten wird, die in einer Art magischem Viereck eine gesunde Mischung für das menschliche Wesen sind. Man kann die sechs aufgeführten Symbole als eine Art Überbau bezeichnen für die Errungenschaften, die die Menschheit bisher hervorgebracht hat. Dürer möchte mit der Leiter bestimmt nicht eine konkrete Bausituation beschreiben, dann wäre sie an dieser Stelle in perfekter Perspektivzeichnung dreidimensional dargestellt worden. Robert W. Horst sieht als eine Deutung im Nichtrealen die Leiter als Leiter aus Jakobs Traum, die vom Himmel bis zur Erde reicht und auf der die Engel auf- und absteigen. Andere sehen in ihr die Leiter der Zahlen, mit der der Universalgelehrte Agrippa von Nettesheim im Mittelalter das Schöpfungsuniversum systematisiert. Dürer könnte aber auch an die Tugendleiter gedacht haben, die den Aufstieg von der Demut, Humilitas, bis zur Weisheit, Sapientia, ermöglicht.
Oder es ist die Leiter der freien Künste, Grammatica, Logica, Rhetorica, Arithmetica, Geometria, Astronomia, Musica, die den Aufstieg von der Praxis zur Theorie ermöglicht. Die Sonnenuhr verrät uns wegen fehlender Schatten, bedingt durch den Lichteinfall aus verschiedenen Richtungen auf dem Kupferstich, keine Uhrzeit. Die Waage ist im Gleichgewicht und symbolisiert damit Ruhe. Es wird nicht gemessen. Die Sanduhr ist zur Hälfte durchgelaufen, steht also genau zwischen zwei Zuständen. Die Glocke, deren eigentliche Bestimmung das Läuten ist, zu allen möglichen Anlässen, aber eben auch zur Zeitansage, kann nicht läuten, weil sie dafür viel zu nah an der Häuserwand angebracht ist. Wenn man an dem Glockenschwengel ziehen würde, würde die Glocke an der Häuserwand langschaben. Das magische Quadrat symbolisiert Vollkommenheit und Ausgewogenheit, weist hin auf die in einigen Bereichen schon in der Antike und im Mittelalter ausgeprägten mathematischen Denkweisen. Magische 4x4-Quadrate enthalten die ersten 16 natürlichen Zahlen. Die Summe der Zeilen, der Spalten, der Diagonalen und der vier kleineren 2x2-Quadrate ergeben immer dieselbe Summe, nämlich 34. Das ist ein Viertel der Summe aller 16 Zahlen. Es gibt noch deutlich mehr Anordnungen, die die Summe 34 ergeben, wie wir jetzt in einem kurzen Video des Mathematikums in Gießen sehen können. Die personifizierte Melancholie ist schon wegen ihres grammatikalischen Geschlechts weiblich und wird auch bei Dürer so dargestellt. Gegen die Attribuierung als wortwörtlich gemeinter Engel spricht einiges. Melancholia sitzt wie angegossen auf einem Steinplateau im unteren rechten Viertel des Bildes, also diametral gegenüber zum Schriftzug Melancholia Paragraph 1. Die Flügel würden die leicht korpulente Figur wahrscheinlich nicht tragen, sie kann also nicht fliegen. Hier thematisiert Dürer den schöpferischen Geist, der nach dem Mittelalter der Melancholie als einer hervorbringenden Kraft durchaus wieder zugesprochen wird. Die Melancholia trägt ein Kleid im Stil der Zeit und zeichnet sich damit als wohlhabende Frau aus. Melancholia sitzt auf dem Felsen in einer nicht verkrampften Spannung. Dies vermittelt Dürer sehr gut durch die gesamte Körperhaltung. In der typischen Denkerpose, die vielleicht noch melancholische Züge trägt, stützt sie den linken Ellenbogen auf dem Knie ab, stellt den Arm steil auf, der den Kopf mit seiner Faust abstützt, was ihr mehr Spannkraft verleiht, als mit der flachen Hand das Kinn abzustützen. Die Spannung wird über den Oberschenkel, das Knie und den Fuß auf die Erde abgeleitet. Mehrere Attribute ergänzen den Bildausschnitt der Melancholia. In der rechten Hand hält sie einen Zirkel, der allerdings nur Symbolcharakter hat, weil er mit dieser Handstellung nicht sinnvoll eingesetzt werden kann. In einer Kleiderfalte ist ein Buch zu sehen, das, wie in der Zeit durchaus üblich, mit einem Riegel verschlossen ist. Von der reich verzierten Gürtelpartie hängen ein Schlüsselbund und ein Geldbeutel herab. Das Gesicht ist, auch wegen der Lichtrichtung, verschattet und düster, wie es in der Facies Nigra des Melancholikers entspricht und Ausdruck der schwarzen Galle ist. Die Augen sind wach und konzentriert und sind damit nicht die eines Melancholikers. Die Haare sind gegenüber Darstellungen im Mittelalter ordentlich und gebunden, bis auf wenige Strähnen. An einigen Stellen lassen sich also auch bei der Melancholia Übergangssituationen vom Mittelalter zur Neuzeit feststellen.
Bei den Geräten der reflexiven Erkenntnis wird es konkreter, bleibt aber dennoch in einer hohen Symbolkraft. Schon im antiken Griechenland kannte man Konstruktionen geometrischer Figuren, die man nur mit Zirkel und Lineal konstruieren konnte. Die alten Griechen wussten neben diesen Konstruktionen auch zu leben. Verbunden wurde die Geometriekunst gerne mit der Lebenskunst und am Strand oder in der Natur wurde gern getüftelt. Auch Körper wie Würfel, Kugel, Tetraeder, Oktaeder oder auch allgemeine Vielflächner, auf Griechisch Polyeder, faszinierten Menschen seit dem Altertum. Die Kunst des Buchdrucks wurde Mitte des 15. Jahrhunderts von Gutenberg entwickelt und trug in der Reformation zu einer schnellen Übermittlung der Ideen Luthers bei, war also eine wichtige Triebfeder. Bücher, die dann auch in der deutschen Sprache erschienen, trugen wesentlich zur Bildung breiterer Schichten bei. Das Mittelalter, aber auch das Altertum stehen für eine hohe Baukunst, die sich allerdings vorwiegend auf die Prachtbauten für die Herrschenden bezieht und dazu dient, die weltliche und die kirchliche Macht zu festigen. Erinnert sei an dieser Stelle an das Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters« von Bertolt Brecht mit der zentralen Frage »Wer baute das siebentorige Theben?« Brecht entwickelte eindrucksvoll, für wen gebaut wurde und wer die Arbeiten dazu unter Einsatz des Lebens verrichtete und in den Geschichtsbüchern der damaligen Zeit keine Erwähnung erhielten. Die vorhandene und weit vorangeschrittene Baukunst lässt sich gut für eine neue Zeit nach dem Mittelalter nutzen, die unter anderem dafür sorgen wird, so die Hoffnung, dass Menschen in besseren materiellen und ideellen Verhältnissen leben können. Der Humanismus des 14. und 15. Jahrhunderts könnte eine Chance zur Umsetzung erhalten. Das fensterlose Gebäude mit der perspektivisch nicht korrekt angelehnten Leiter stellt den Bezug zum Beruf des Baumeisters her. Die Leiter hat vorwiegend symbolischen Charakter. Das fensterlose Gebäude scheint Dürer vorwiegend als Untergrund für einzelne Bildgegenstände gedient zu haben. Der steinerne Sitz der Melancholia ist erdbezogen und stabil, eine Eigenschaft der Melancholie in der Temperamentenlehre. Erwähnenswert ist außerdem, dass Dürer seine Initialen als Logo mit Datum auf der Steinplatte angebracht hat. Putto und der Hund sind zunächst ihrer Hauptaufgabe der Begleitung von Melancholia entledigt. Sie sind beide in einer Wartehaltung. Putto kritzelt etwas in seinen Block und hat sich auf dem Mühlstein eingerichtet. Er hat sogar ein Tuch über den Mühlstein gelegt, damit er etwas bequemer sitzt. Der Hund, ein Windhund, durchaus von Natur aus nicht zur Fülle neigend, hat sich dösend eingerollt. Windhunde hat Dürer häufiger dargestellt, nicht immer waren sie so schmal wie der Hund auf diesem Kupferstich. Die Landschaft im Hintergrund gibt einige Rätsel auf. Wo befindet sich die Landschaft? Weswegen baut Dürer sie überhaupt in das Bild ein? Wieso gerade an dieser Stelle links neben dem Gebäude? Die Landschaft strahlt Ruhe aus, wirkt fast schon unheimlich, weil sie menschenleer ist. Vor allem fehlen die traurigen oder heilspendenden Gestalten, die sonst häufig Landschaften mit Bildpersonal bevölkern. Der Komet mit seinem sternförmigen Strahlenkranz erhält den Nachthimmel in diesem Teil des Kupferstichs. Hartmut Böhme, ein bedeutender Kulturgeschichtler, schreibt 1989 dazu, Kometen galten im Zeitalter der großen Angst vor dem nahen Weltende als apokalyptisches Zeichen und als eben solches hat es auch hier zu gelten. Es ist das apokalyptische Säkulum, in dem Dürer lebt. Wie ein Hoffnungsschimmer wölbt sich über das Meer und das Land ein Regenbogen. Es ist der Bogen, den Gott nach der Sintflut als Zeichen seines Bundes mit den Menschen setzt. Er erinnert an die Selbstbindung Gottes, nie wieder die Urwasser gegen den Menschen zu entfesseln. Dürer hat auch sehr Persönliches in seinem Kupferstich verarbeitet.
Er suchte sich ein magisches Quadrat unter mehreren aus, das persönliche Zahlen in einer besonderen Anordnung enthielt. Das Entstehungsjahr 1514 der Melancholia I, den Todestag seiner Mutter am 16. Mai 1514, den Todesmonat seines Vaters September 1502. Der genaue Todestag des Vaters ist nicht dokumentiert, es wäre wahrscheinlich aber auch schwierig gewesen, den Tag im magischen Quadrat aufzufinden. Begraben wurde der Vater am 20. September 1502 und die Beerdigungen fanden damals meistens kurz nach dem Tod statt. Die Zahlen im Quadrat gehen aber nur bis 16. Last but not least, seine Initialen AD in der damals und im süddeutschen Bereich auch heute noch gerne verwendeten Form zuerst den Nachnamen und dann den Vornamen zu nennen. Die Buchstaben musste man sich selbstverständlich in Zahlen umgewandelt vorstellen. A als den ersten Buchstaben des Alphabets mit der 1, D als den vierten mit der 4. Die beiden Zahlen 4 und 1 rahmen das Entstehungsjahr 1514 ein. Manche Autoren sehen ein Vexierbild auf der rechten Fünfeckfläche. Schaut man genauer hin, lassen sich ein Kopf oder gar zwei Köpfe auf dem rechten großen Fünfeck erkennen. Eine Erinnerung an das Vexierbild junge, alte Frau drängt sich auf. Ein Gesicht ist frontal abgebildet, das andere mit der Nase nach links. Hat Dürer dies als Anspielung in seinen reich gefüllten Kupferstich aufgenommen, um abermals eine Wende zu thematisieren? Es gibt andere Autoren, die einen Totenkopf auf dem Polyeder entdecken. Nachvollziehbar ist ebenso die Deutung, dass Dürer hier seine bereits verstorbenen Eltern verewigen wollte, gerade auch deshalb, weil seine Mutter, zu der er ein inniges Verhältnis hatte, am 16. Mai 1514, Jahr des Kupferstichs, verstorben war. Diese Deutung korrespondiert mit der Bedeutung der Todesdaten seiner Eltern bei den Zahlen im magischen Quadrat. Wenn man die Nägel nicht einzeln zählt, enthält der Kupferstich 30 Elemente mit unterschiedlichen, aber durchaus sich ergänzenden Symbolen. Widersprüche, wie sie von manchen Autoren gesehen werden, haben sich bei dieser Betrachtung bisher nicht aufgedrängt, wenn man vielleicht davon absieht, dass der Titelträger nicht einem Wesen ganz eindeutig zugeordnet werden kann, vorwiegend wegen der anatomisch schwierigen Biegung des Schwanzes. Die Elemente stellen sich mir auch nicht in völliger Unordnung dar. So werden von oben nach unten gesehen die Bildzeichen immer konkreter, immer eindeutiger. Man könnte sagen, im oberen Bildteil bestimmen Bildzeichen einer allgemeinen und offenen Bedeutung den Charakter des Bildes. Unten präsentiert uns Dürer konkreter festgelegte Zeichen und Verweise. Trotz der Enge im Bild wegen des Formats des Bildes kleiner als DIN A4, wirken allerdings die Gegenstände so, als hätten sie untereinander nicht die engste Beziehung. Dürer hat seine ganze Kunstfertigkeit in den Kupferstich eingebracht. Und er hat sehr komplex gedacht. Die Komplexität wird untermauert durch die zahlreichen Details in der Darstellung. Was sagt uns der Träger des Bildtitels? Melancholia und die Melancholia sind nicht identisch. Der Bildträger hat einen sehr großen Diagonalabstand zur Melancholia. Dürer hätte sich die linke Bildhälfte sparen können, wenn es ihm nur um Melancholie gegangen wäre. Dass Künstler den Bildtitel nochmals im Bild aufgreifen, ist sehr selten. Dürer war der Titel offensichtlich extrem wichtig. Für mich bleibt hier einzig die Frage, warum Dürer definitiv kein Chamäleon als Bildträger gewählt hat. Chamäleons gab es auch schon vor mehr als 550 Jahren. Das hätte gut zum Anagramm gepasst, das wir am Anfang gesehen haben. Kommen wir jetzt zu den Schlüsseln im Kupferstich. Die Waage, die im Gleichgewicht steht, die Sonnenuhr, die keine Uhrzeit anzeigt, die Sanduhr, die zur Hälfte durchgelaufen ist, und die Glocke, die in dieser Hängung nicht läuten kann, werden umrahmt von der siebenstufigen Leiter der Erkenntnis und dem magischen Quadrat, das wegen seiner immer wieder auftauchenden Summe 34 von vier Zahlen wirklich etwas Magisches an sich hat und für Vollkommenheit steht. Die Gegenstände in der Bildmitte
die alle auch Symbolcharakter haben, geben uns die wichtigen Hinweise auch nach über 550 Jahren noch. Dürer beschäftigt die Umbruchsituation zwischen Mittelalter und Neuzeit. Alles ist auf neutral gestellt und bedarf erst einmal eines Nachdenkens, bevor wieder Bewegung einsetzt in eine zukunftsweisende Richtung. Jetzt kommt die schon neuzeitlich ausgerichtete Melancholia ins Spiel. Sie hat das Mittelalter schon weitgehend hinter sich gelassen, hat wieder angeknüpft an Vorstellungen, die die Antike mit der Melancholie und den anderen drei Temperamenten verband. Sie ist gekennzeichnet durch eine Nachdenklichkeit mit ihrer typisch melancholischen Haltung. Sie ist aber auch wieder gekennzeichnet durch eine Schaffenskraft, die eine Richtung weisen kann. Nach der Meinung einiger befragter Nervenärzte blickt sie überhaupt nicht melancholisch oder in der Begrifflichkeit der heutigen Zeit depressiv. Dass sich bei ihr schon eine große Wandlung vollzogen hat, erkennt man an den klaren, nicht verschatteten Augen, der fast schon vollständig gepflegten Haartracht und dem Kleid, das einer recht wohlhabenden Frau zur Ehre gereicht. Geld und Macht besitzt sie auch, symbolisch im Bild, durch den Geldbeutel und den Schlüssel. Die Voraussetzungen für eine Zeitenwende vom Mittelalter in die Neuzeit sind vorhanden. Das ist in der Fülle der Bildgegenstände eindeutig zu erkennen. Es gibt Hinweise auf die Wissenschaften, die es im 16. Jahrhundert schon gab, wie die Geometrie, die Astronomie, die Theologie und die Medizin. Man darf sich dies natürlich nicht auf einem Niveau des 21. Jahrhunderts vorstellen. Die Erfindung der Buchdruckkunst im 15. Jahrhundert konnte Wissen und Erkenntnis rasch verbreiten, auch an Schichten, die zuvor nicht wie Mönche oder Gelehrte Zugriff auf handgeschriebene Bücher hatten. Dürer möchte bestimmt nicht eine konkrete Bausituation beschreiben, wenn er die Leiter und andere Utensilien der Baukunst in das Bild einfügt, sondern die Baukunst an sich als Errungenschaft der Antike und des Mittelalters würdigen, die man sich in der Renaissance verstärkt zunutze machen kann. Melancholia hat sich schon vom Mittelalter entfernt, ist aber noch nicht ganz in der Neuzeit angekommen. Sie kann mit ihrer schon vorhandenen Schaffenskraft über eine Neuordnung nach dem Mittelalter nachdenken und sie planen. Die Entropie, also die Streuung der Gegenstände, ist noch hoch. Nach Abschluss einer Neuorientierung dürfte sich die Entropie, naturwissenschaftlich gesehen durch den Druck von außen, hierdurch ein gemeinsames Weltbild verringern, weil alles schon Vorhandene einen neuen Stellenwert in einem Gesamtkonzept bekommen wird. Die Zeitenwende muss, hier sinnbildlich von Melancholia als einem schöpferischen Wesen, gut durchdacht sein, damit man nicht Gefahr läuft, in blinden Aktionismus zu verfallen. Das wäre auch ein guter Ansatz für das 21. Jahrhundert. Nicht nur dem Anspruch nach global denken, sondern dann gemeinsam global handeln. Heutzutage wird dafür auch der Begriff der Nachhaltigkeit im Handeln verwendet.